Ich darf jetzt aber noch an Matthias Stürmer, Leiter des IPST, übergeben für ein paar abschließende Worte. Und danach bitte ich nochmal um 2 Minuten Geduld, dass ich noch die abschließenden Worte genau an euch richten darf. Ja, vielen Dank allen Rednerinnen und Rednern, die diesen spannenden Tag gestaltet haben. Von mir noch ein paar abschließende Gedanken. Ich möchte einfach auch noch die Gelegenheit ergreifen, so ein paar Gedanken zu teilen. Und zwar einerseits hoffe ich, dass Sie jetzt durch den Tag hindurch spannende Inputs erhalten haben, was dieser digitale Service Public nun ausmacht. Ganz konkrete Bausteine, Technologien, Programme, Vorhaben, Players, wichtige Akteure aus Bund, aus den öffentlichen Unternehmen, aus unterschiedlichen Stellen kennengelernt haben. Also ich selber habe sehr vieles mitgenommen rund um Open Source, digitale Identität, I14Y, Digizonte, Umotik und so weiter. So mein Fazit, kurz zusammengefasst, ich sehe eigentlich so 7 wichtige Punkte, die ganze digitale Service Public ausmachen. Wir haben gehört, Vertrauen. Vertrauen in die Bevölkerung. Der Bevölkerung ist Schlüssel, ist matchentscheidend, weil dieser Service Public entsprechend die Abstützung braucht. Michael Schöll hat das Beispiel EID gebracht, wo eine ganze Volksabstimmung abgelehnt wurde, weil eben das Vertrauen nicht da war in die ursprüngliche Vorlage. Oder auch Gary Balmer hat es erwähnt, Vertrauen ist extrem wichtig, um den digitalen Service Public, diese staatliche Digitalisierungsleistungen abzustützen. Zweiter Diskussionspunkt, freiwillig oder verpflichtend. Das war die heiße Diskussion, die wir unter anderem mit Alains Input geführt haben. Aber eben das, auch das hat sich durchgezogen. Auch dieses Muster ist die Frage, ist es jetzt ein Digital Only oder Digital First oder Digital by Default oder gibt es sonstige Anreize? Also ich denke, sinnvoll ist es sicher, hier Anreize zu setzen. Aber es braucht wahrscheinlich auch irgendwo eine Art Inklusion, damit eben auch die paar hunderttausend, die nicht online sind, mitgenommen werden können. Dann die Frage zentral, dezentral. Diskussion gerade, wenn es um die Post ging beispielsweise, die Services, was soll man zusammenbringen? Hier die Frage, braucht es einen großen Player, der alles macht? Oder kann man vielleicht dezentral, interoperabel Dinge ausführen? Da ist ja sicher so oder so die Frage der Standards, kam immer wieder, der Schnittstellen, dass es da gemeinsame Plattformen wie Register, wie bei Digizonte braucht. Ich denke, das ist auch klar, dass man da einheitliche Bezeichnungen für bestimmte Daten hat, ist auch klar. Ein wichtiger vierter Punkt, Zusammenarbeit, ist immer wieder gefallen. Wir müssen schauen, dass wir diese knappen Ressourcen bündeln können. Beispielsweise mit dem neuen MBAG-Gesetz, wo eben jetzt auch vorschreibt, dass Software und Daten freigegeben werden. Aber es macht eben, wie die SBB gezeigt hat, auch rein wirtschaftlich Sinn, dass hier Akteure zusammenarbeiten, national und international. Partizipation, Einbezug aller Akteure, habe ich mir aufgeschrieben. EID ist ein Paradebeispiel, wo sogar Adrian Fichter positiv gestimmt ist, dass es eben in dem Sinn gut ist, wenn die Verwaltung, die Bundesverwaltung mal ganz transparent und partizipativ vorgeht. Bei Digizonte hat man das auch gespürt, da gibt es sehr viele Gremien. Klar, es braucht Zeit und Ressourcen, diese Abstimmung, aber ich glaube, es ist gut investierte Zeit. Dann die Erwartungshaltung der Bevölkerung an den Staat. Philipp Wahl hat es gezeigt, eben an Beispielen, wo das Volk jetzt einfach nicht mehr Tage, Wochen, Monate lang warten will, bis irgendwelche einfachen Anfragen beantwortet werden. Wir sind quasi verwöhnt mit ChatGPT und all diesen Tools und dann ist dann wie ein bisschen halt das Selbstverständnis, dass man das auch an den Staat übergibt und da braucht es einen guten digitalen Service Public. Und last but not least, nicht alles ist Hype, also nicht alles sind super spannende Dinge, wie jetzt AI oder so. Manchmal muss man auch die Hausaufgaben machen, wie mit Data Governance, mit irgendwelchen IT-Betriebsaspekten, Infrastruktur, die eben halt auch dazu gehören, damit die Sachen laufen. Ja, so vielleicht ganz kurz zusammengefasst meine Punkte. Ich hoffe, Sie konnten für sich auch einige Punkte mitnehmen aus dem heutigen Tag. Mir bleibt, wie gesagt, noch der Hinweis, falls Sie sich weiter inspirieren lassen wollen, nochmal diese Broschüre, Digital Public Sector Perspectives, haben wir 27 verschiedene Themen aufgeführt.
Ein kleiner Ausblick noch, ganze Reihe von Veranstaltungen kommen wieder auf uns zu. Oder es gibt gleich nächste Woche den Linked Data Day, geht es gleich weiter. Da haben wir auch schon rund 100 Anmeldungen, sind wir schon mitten in der Organisation der nächsten Konferenz. Wir haben die Public Lecture von Christian Geiger, der einen Vortrag halten wird über den organisationalen Wandel der Verwaltungen. Wir haben eGov-Lunches, Roundtables um öffentliche Beschaffung. Sicher noch speziell wird die IT-Beschaffungskonferenz Ende August sein, wo wir aktuelle Procurement-Themen behandeln werden mit rund 400 Leuten. Von dem her, es wird uns nicht langweilig. Ich glaube, wir haben noch einiges vor uns, wie wir auch heute gehört haben. Und ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, Sie dann noch gleich beim Apéro noch persönlich anstoßen zu können mit allen. Vielen Dank. Applaus